Im Yoga Sutra gibt es eine Aussage über Asana, die da lautet Stiram Sukham Asana. Also die Qualitäten der Position sollen Stiram fest und stabil oder Sukham leicht oder sogar süß sein. Was sagt uns die Stelle? Die Stelle sagt uns, dass die Qualität der Position, und jetzt kommt die der Meditation gewidmet ist, weil im ganzen Yoga Sutra geht es um den Geist und um die Versenkung, dass die die beiden Qualitäten stabil und leicht haben soll. Was heißt stabil und leicht? Stabil heißt, du sitzt lange stabil, sodass du einfach nicht umfällst und keine große Kraft brauchst dafür. Und leicht heißt ebenfalls, es braucht keine Anstrengung, aber vor allem ist es angenehm. Und jetzt überleg dir, was passiert, wenn du ganz viel Kraft brauchst. Ja, der Körper verändert stets ständig seine Lage und vor allem wird es unglaublich anstrengend. Also die Wahrscheinlichkeit, den Geist wirklich zu beruhigen, die liegt bei, naja, nahezu null. Und genauso ist es, wenn im Sitz was zwickt, wenn er unangenehm ist, weil dann ist der Meditationsobjekt plötzlich der Knieschmerz oder der Rückenschmerz. Ich weiß, dass das häufig übersetzt wird auf auch ein Krieger soll diese Qualitäten haben oder Trikonasana. Natürlich kann man das unter gewissen Umständen so behaupten und das ist dann in diesem Sinne, in dem Fall auch vollkommen richtig. Was aber im Yoga Sutra gemeint war, war sicherlich die Qualität, die ein Sitz benötigt, um gut Lange und ungestört in die Meditation zu kommen. Was heißt das also? Was ist die Kernaussage dieses Posts? Ganz viele glauben, sie müssten unbedingt im halben Lotus sitzen und im Lotus sitzen, um meditieren zu können. Oder zumindest in irgendeiner gekreuzten Position. Und das ist eigentlich komplett egal. Sitzen sollten wir, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit einzuschlafen enorm hoch. Aber wie du sitzt, ob du in Virasana, also im Heldensitz sitzt, ob du ein Kissen nimmst, Blöcke, Decken, oder keine. Ob du erhöht außen rotiert sitzt oder gar nicht außen rotiert, ob du einen Stuhl nimmst, das ist vollkommen egal. Wichtig ist die Qualität des Sitzes. Und da weist der Patanjali im Yoga Sutra wirklich auf das hin. Also wenn du dich das nächste Mal setzt, guck, dass du wirklich deinen Sitz findest und nicht irgendeinen vielleicht aus Gewohnheit oder aus dem Glauben daran, man müsse so sitzen.